Unterwegs auf der tödlichsten Fluchtroute der Welt. 11 Männer, 2 Frauen, eine Mission. Menschen retten. Die Crew des Rettungsschiffs Juventa hält Ausschau nach Flüchtlingen in Seenot. Von Libyen aus fliehen im Sommer Woche für Woche Tausende nach Europa. Der Mann, der mit dem Fernglas den Horizont nach Booten absucht, heißt Florian Stadler. Er ist 30 Jahre alt und auf seiner zweiten Mission für Jugend rettet. Florian ist Anführer auf dem Schnellboot der Juventa. Wenn sie ein Boot in Seenot entdecken, sind er und sein Team die Ersten, die mit den Passagieren Kontakt aufnehmen. 5 Jahre nach dem Bürgerkrieg herrscht in Libyen Chaos. Milizen, Dschihadisten und eine vom Westen unterstützte Regierung kämpfen um die Vorherrschaft. Beste Bedingungen für das skrupellose Geschäft der Schlepper. Flüchtlinge zahlen Schätzungen zufolge pro Jahr mehr als 1 Milliarde Euro, um nach Europa zu kommen. Ein Großteil davon fließt in die Taschen der Schleuser. Wir haben hier eine politisch sehr, sehr diffizile Lage, die viele Leute aus Verzweiflung dazu zwingt, diesen Weg einzuschlagen. Und wir müssen sicherstellen, dass diese Leute auch sicher hier ankommen. Am späten Vormittag meldet die italienische Küstenwache einen Notfall. Etwa 10 Seemeilen südlich der Juventa ist ein Schlauchboot mit Flüchtlingen in Seenot. Jetzt muss alles ganz schnell gehen. Das Schnellboot wird zu Wasser gelassen, hunderte Schwimmwesten an Bord gebracht. The rig is now fully equipped and the crew are in the boat. We'll cast off right now. Die Crew um Florian fährt mit Vollgas in Richtung der Flüchtlinge. Die Juventa folgt. Jugend rettet ist nicht die einzige Hilfsorganisation, die Menschen im Mittelmeer vor dem Ertrinken rettet. Seitdem Italien Ende 2014 die Seenotrettungsmission Mare Nostrum eingestellt hat, versuchen verschiedene NGOs, den Flüchtlingen auf dem Mittelmeer zu helfen. Der Großteil der Flüchtlinge kommt aus Afrika, aus Eritrea, dem Sudan, Somalia, Nigeria und Mali. Die meisten sind junge Männer. Aber auch viele Frauen und Kinder steigen in die Boote der Schlepper. Sie alle fliehen vor Bürgerkriegen, politischer Verfolgung, Hunger und Armut. Legale Wege nach Europa gibt es nicht. Die Flüchtlinge riskieren ihr Leben für die vage Hoffnung auf eine bessere Zukunft in Europa. Hallo! Welcome to Europe! Everyone okay? Als wir angekommen sind, war die Situation schon recht diffizil. Wir haben gesehen, dass das Boot sehr stark überfüllt war, in dem Fall vielleicht sogar noch mal 20 Leute mehr als die durchschnittlichen 120. Im Schnitt $1000 zahlen Flüchtlinge für einen Platz auf einem Schlauchboot oder einem Holzboot. Es sind schwimmende Särge, völlig überfüllt und ungeeignet für die hohe See. Das Team um Florian hat an alle Menschen an Bord des Schlauchboots Schwimmwesten verteilt. Ein Schnellboot der Organisation Sea-Watch kommt dem Team zur Hilfe. Gemeinsam wollen sie Menschen aufnehmen, um das völlig überfüllte Schlauchboot zu entlasten. Erst läuft alles nach Plan, dann aber gibt einer der Schläuche dem Druck nach. Viele der Flüchtlinge können nicht schwimmen und bekommen trotz der Schwimmwesten Panik. Sie wollen an Bord der Rettungsboote. Die Helfer versuchen sie zu beruhigen, um eine geordnete Rettung zu ermöglichen. Stop, no. Stop, no. Stop, no. Stop, no.
be aware of the engine. There's a propeller in the bottom. One by one. Give me a hand. Von den dramatischen Szenen bekommt die Crew der Juventa nur wenig mit. Sie bereitet sich auf dem Mutterschiff darauf vor, Flüchtlinge an Bord zu nehmen. An diesem Tag wird die Crew der Juventa niemand aufnehmen. Die Topaz Responder ist eingetroffen. Das Schiff gehört zu der Flotte der Organisation Migrant Offshore Aid Station, kurz MOAS. Die Topaz Responder kann problemlos hunderte Flüchtlinge aufnehmen und sie auch nach Italien bringen. Die Schnellboote können leicht unter Wasser gedrückt werden. Genau das passiert den Kollegen der Sea-Watch. Sorry, es ist extrem stressig. Oh, shit! Leute, ihr sauft ab! Leute, ihr sauft ab! Ihr müsst was tun! Langsam beruhigt sich die Situation. Das Team um Florian bereitet sich nun darauf vor, die Flüchtlinge in Sicherheit zu bringen, nach Europa. Juventa, Juventa Rib, the situation is now stable and under control. Two extremely weak and just regained consciousness. Juventa Rib, Juventa, please proceed to MOAS. This is well understood, we proceed to MOAS. What's your name? Joy. Oh wow, what a beautiful name. Das sind diese Momente, wo man weiß, unsere Anwesenheit an diesem Punkt genau zu dieser Zeit hat dafür gesorgt, dass die Person überlebt hat. Es hat auf jeden Fall eine große Bedeutung, den Namen dann auch zu wissen. Zumindest für mich. Neunzehn Seemeilen vor der Küste Libyens endet für diese Menschen die gefährliche Flucht. Kritiker werfen den Rettern deshalb vor, Flüchtlingen den Weg nach Europa zu erleichtern und so den Schleppern in die Hände zu spielen. Nicht alle Flüchtlinge haben aber das Glück, auf Schiffe wie die Juventa zu treffen. Mehr als 3.500 sind allein in diesem Jahr auf dem Mittelmeer gestorben. Zwei Tage nach dem Einsatz fährt die Juventa in den Heimathafen auf Malta ein. Dort wartet bereits eine neue Crew. Für Florian und viele andere steht fest, sie wollen zurückkehren und weiter Menschen in Seenot helfen, auf der tödlichsten Fluchtroute der Welt.